Lieben, heute ist der 30. Januar. Nimm Platz, Milo. Milo hat sich gerade bequem gemacht. Und ja, heute ist der 30. Januar und ich dachte mir, ich melde mich nochmal mit einem neuen Weekly Reading aus dem Januar. Ich fange jetzt einfach heute noch ein neues Weekly Reading an, denn es gab Buchpost. Und ja, die möchte ich euch natürlich zeigen. Und ja, ich habe heute noch eine Post bekommen. Ich habe meine Jogginghose gekriegt, meine neue, die ich mir aus dem Kronkshop bestellt habe. Und sie ist so cool. Sie ist so cool und sie passt. Und man sieht das Logo jetzt gerade nicht, weil Milo drauf liegt. Aber ich freue mich gerade mega über die Jogginghose, weil die war immer ausverkauft. Und mein Mann war ja einfach der beste Mann der Welt. Es hat immer wieder in den Shop reingeguckt, was ich immer total vergessen habe. Und hat dann so lange geguckt, bis es die wieder in meiner Größe gab und hat sie dann bestellt. Und sie passt, sie passt, sie passt, sie passt. Ich freue mich so. Ja, so genug von dem Thema. Ich bin gerade sehr happy, weil Jogginghose ist da und mein Buch ist da. Ah! Ja, ich habe ein Buch bestellt und ich dachte mir, ich zeige euch, was das für ein Buch ist. Ich freue mich schon sehr auf dieses Buch. Es ist wieder mal ein weiterer Teil für eine Reihe, die ich gelesen habe. So, Paket ist auf. Und ja, oh, das ist ja wieder ganz schön dick. Okay, dieser Teil ist auf jeden Fall dicker wie die Vorgänger. Und zwar habe ich bestellt True North, unser Traum von für immer, von Sarina Bowen. Das ist der 6. Teil und ich glaube auch vorerst erstmal der letzte Teil der True North-Reihe. Ich weiß nicht, ich glaube auf Deutsch sind jetzt erstmal keine weiteren angekündigt. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich weiß gerade gar nicht, ob im Englischen es noch mehr wie diese 6 Teile gibt. Ich muss dann mal bei Goodreads gucken, bei Sarina Bowen, ob im Englischen mehr wie 6 Teile rausgekommen sind. Auf jeden Fall... Ja, ich habe den 6. Teil von True North und der ist wieder sehr, sehr dick, ne? Also die letzten 2 Bände waren ja relativ dünn oder was heißt dünn? Also sie waren normal dick, sage ich jetzt einfach mal. Und das hier ist schon wieder ein bisschen dicker, so wie der 2. Teil. Ach ja, und hier geht es um Sky. Und hier steht, um ihren Job zu behalten, muss die Journalistin Sky Copeland in ihre Heimatstadt nach Verhun zurückkehren. Für sie der schlimmste Ort der Welt. Bereits am ersten Tag begegnet sie ausgerechnet Benito Rossi, dem Mann, der ihr vor Jahren das Herz gebrochen hat. Und auch wenn sie sich vorgenommen hat, diesmal endgültig einen Schlussstrich zu ziehen, ist das heiße Prickeln zwischen ihnen stärker als je zuvor. Mein Gott, ich lispel. Ja, und man kennt Benito ja schon. Benito ist ja einer der Brüder von Sarah, also von Zara, aus Band 4. Und Alec ist ja auch ein Bruder von Sarah, um den ging es in Band 5. Und jetzt kommt halt Benito. Und ja, ich freue mich schon sehr auf die Geschichte, denn ich fand Benito sehr, sehr cool. Der ist ja beim FBI und Polizei und so. Und ich bin sehr gespannt, was da jetzt passiert in diesem Buch. Und ja, ich möchte dieses Schätzchen am liebsten sofort anfangen zu lesen. Aber nein, ich werde heute endlich damit anfangen, das Schätzchen hier zu lesen. Wartet. Also ich habe gestern schon angefangen zu lesen, aber ich habe gestern nur den Prolog gelesen und dann hatte ich wie vorgestern und den Tag davor auch solche Hammer-Kopfschmerzen, dass ich nicht lesen konnte. Ich weiß nicht, was im Moment los ist, ob das das Wetter ist oder das frühe Aufstehen, weil ich bin schon die ganze Woche immer 4:30 aufgestanden frühs, um meinem Männlein auf Arbeit zu fahren, weil er die ganze Woche Frühdienst hat. Und ja, dann bin ich immer den ganzen Tag über total... Naja, auf jeden Fall wollte ich die ganze Woche schon das 9. Haus von Leigh Bardugo lesen. Und wie gesagt, ich habe gestern mit dem Prolog angefangen, hatte dann aber solche Hammer-Kopfschmerzen wie die Tage davor, dass ich nicht zum Lesen gekommen bin. Und ich lese auch parallel immer noch, wartet, die Fuchsgeschichte von der lieben Niki. Da bin ich jetzt bei Band Nummer 6, also da bin ich bei der Hälfte ungefähr vom Buch, so. Bei der Hälfte. Und ich habe jetzt Band 6 vorm Uhr. Und als nächstes lese ich Band 6. Also da habe ich die ersten 5 Bände gelesen. Und ich hatte mir bei der Fuchsreihe vorgenommen, jeden Tag ein Band zu lesen. Weil die Bände sind ja immer so zwischen 80 und 100 Seiten. 100, 120 Seiten, irgendwie sowas. Sind die ja immer lang. Und ich hatte mir vorgenommen, jeden Tag eine von diesen Bänden zu lesen. Also von diesen Episoden quasi. Und ja, das ist durch meine Kopfschmerzen auch ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Deswegen hinke ich ganz schön hinterher, was mein Lesevorhaben betrifft. Und es bricht mich so ein bisschen an. Aber ich lasse mich dadurch jetzt nicht demotivieren. Ich habe heute sehr gute Laune, wie ihr merkt. Denn True North ist angekommen. Und ich habe meine Hose aus dem Kronkshop. Ah, sie ist so toll. Entschuldigung. Ich bin dann wirklich wie ein kleines Kind bei sowas. Wenn ich mich über bestimmte Dinge mega freue, werde ich zum Kleinkind. Weil dann ist meine Freude einfach so groß. Und ja... Dann bin ich happy. Und es ist ja vorgestern und heute meine ersten beiden Dead by Daylight Videos online gegangen. Und oh mein Gott, es gibt Leute, die sich das angucken. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich
wirklich über 100 Aufrufe auf diese Videos habe. Und das erste Video ist jetzt bei 200 Aufrufen und das zweite heute war jetzt, wo ich eben geguckt habe nach Feierabend und die Kommentare beantwortet habe, war ich da schon bei über 50 Aufrufen und ich hätte echt nicht gedacht, dass das doch so viele gucken. Also ich habe gedacht, ich pimmel da irgendwo bei 50 Aufrufen rum und das wäre für mich auch vollkommen okay gewesen. Also ich habe da jetzt auch nichts erwartet, aber doch, es gucken sich doch ein paar von euch die Dead by Daylight Videos an und ich glaube, die Emma habe ich von dem Spiel überzeugen können. Ja, auf jeden Fall freue ich mich da auch, dass das doch so angenommen wird bei euch und dass das ein paar Leute gucken. Wie gesagt, Dead by Daylight macht mir momentan unglaublich Spaß, das zu spielen. Und ich merke echt, dass das Aufnehmen von so einer Folge, das Schneiden und Hochladen so viel schneller geht, wie wenn ich ein Büchervideo drehe. Mein Büchervideo, was am Sonntag online kommt, war im Rohmaterial 1,5 Stunden lang. Ich habe das gekürzt auf 1 Stunde 6 Minuten, glaube ich. Und das hat mich insgesamt bestimmt 2,5 Stunden Arbeit gekostet, das zu schneiden und Filter drüber zu legen, Bilder einzufügen, Musik drunter zu packen, alles nochmal durchzugucken, ob das alles passt und dann übersieht man trotzdem wieder was. So wie in meinem Bücher 2019 Video, wo auf einmal da steht neue Textebene und ich sehe dieses Video und denke, warum steht da auf einmal neue Textebene? Ich habe das beim Durchgucken nicht gesehen. Das ist, ich habe wahrscheinlich exakt in den 5 Sekunden, wo das da eingeblendet wurde, habe ich wahrscheinlich gerade irgendwie weggeguckt, weil Dominik gerufen hat oder so. Und ja, es hat mich so geärgert, dass dann auf einmal im Video da steht, neue Textebene. Und ich denke mir so, what? Nein, nein, nein. Aber dann dachte ich, ach, egal. Jetzt ist es hochgeladen, jetzt bleibt es halt da stehen. Aber sowas ärgert einen dann. Und ja, bei den Dead by Daylight Videos muss ich ja nichts machen, außer das zu spielen. Und dann nehme ich das auf und dann schneide ich vorne was ab und hinten was ab, weil da wird ja nichts geschnitten. Und dann lade ich die Kacke hoch. So, fertig, Thema erledigt. Geht viel, viel schneller, ist viel, viel entspannter und einfacher, wie Büchervideos zu drehen und zu schneiden und zu machen und zu tun. Und ja, deswegen werden in Zukunft wahrscheinlich auch ein paar Dead by Daylight Videos mehr kommen. Ich habe auch mit der Tina schon angefangen, was aufzunehmen. Und ja, ich denke, wenn jeden zweiten Tag ein Dead by Daylight Video kommt, ist das okay. Wie gesagt, die, die das nicht gucken wollen, müssen es ja nicht gucken. Büchervideos kommen ja trotzdem. Ne? Also ich gucke, dass ich mindestens ein Büchervideo die Woche trotzdem mache, wenn ich jetzt wieder schaffe, mehr zu lesen. Vielleicht auch 2, je nachdem. Und dann schauen wir einfach mal. Und das geht denn hier mit meinen Haaren? Irgendwie spiele ich die ganze Zeit an meinen Haaren rum und ich bin total hippelig und zippelig und zottelig und ach, keine Ahnung. Und ja, ich freue mich einfach gerade, denn True Love ist da! True Love ist da! Ich liebe diese Reihe und wer gerne Contemporary Romance liest, schaut euch diese Bücher an. Es ist eine Companion-Reihe. Ich habe es mir gemerkt, es heißt Companion-Reihe. Eine Companion-Reihe ist eine Reihe, wo in jedem Buch ein anderes Pärchen im Vordergrund steht und es in jedem Buch andere Love Interests gibt. Das ist Companion, das habe ich gelernt und ich habe mir diesen Namen endlich mal gemerkt. Yippie! Ja, auf jeden Fall freue ich mich schon sehr auf das Schätzchen hier. Und ja, aber zuerst wird jetzt die Fuchsgeschichte gelesen und das 9. Haus von Leigh Bardugo. Zum 9. Haus kriegt ihr auf jeden Fall eine Rezi, weil das hatte ich ja jetzt, wie gesagt, als Ausnahmerezensionsexemplar angefragt. Was mich voll ärgert, dass ich es noch nicht gelesen habe, denn ich habe es ja schon ein paar Tage jetzt eher bekommen vor Veröffentlichung und dann habe ich Kopfschmerzen und kann es nicht lesen. Ey, das ist so furchtbar. Es ist einfach nur so furchtbar und so traurig eigentlich auch. So, jetzt habe ich aber lang und breit und groß und genug erzählt. Jetzt höre ich auf. Achso, es gibt noch eine Neuigkeit mit unserem Umzug. Der ist jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben, weil unsere Dachfenster irgendwie in der neuen Wohnung nicht richtig dicht sind, haben sie festgestellt. Und da werden jetzt nochmal, ich weiß nicht, ob sie die Fenster austauschen oder ob sie die nur ausbauen und wieder einbauen und wieder ganz machen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen die Fenster repariert werden in der neuen Wohnung. Und ja, da konnte uns unsere Vermieterin nicht sagen, wie lange das dauert. Deswegen haben wir uns mal alles auf Eis gelegt. Alle Termine sind gecancelt erstmal. Ja, dann schauen wir einfach mal weiter, wann wir denn dann einziehen können. Aber wir haben uns gedacht, weißt du, scheiß jetzt drauf, selbst wenn wir noch einen Monat länger jetzt in der Wohnung hier bleiben und dann halt erst im April oder so umziehen, wenigstens haben wir dann Fenster, die ordentlich sind und die dicht sind. Jetzt stellt euch mal vor, wir wären dort eingezogen und hätten das dann festgestellt, wenn wir erst dann dort drinnen wohnen. Und dann fangen die an, die Fenster auszubauen. Oh Gott, nee. Also da hätte ich ja sowas von überhaupt keinen Bock drauf. Deswegen sind wir froh, dass sie es jetzt noch festgestellt haben und dass sie das jetzt noch machen. Und ja, wir sind gerade entspannt damit. Es ist ein bisschen ärgerlich, weil wir jetzt halt wieder nicht wissen, wie und was und wann und wo. Und wir auch schon Sachen bestellt haben für die neue Wohnung, wie hier drüben
dieses große Paket da. Also auch für die neue Wohnung. Wir wissen jetzt gerade nicht, wohin damit. Das bleibt jetzt halt erstmal da stehen. Und ja, aber mein Gott, Dinge passieren und lieber jetzt, als dass wir dann drinnen wohnen und undichte Fenster haben. Das wäre halt voll uncool. So, jetzt habe ich lang genug erzählt. Jetzt sage ich einfach mal, bis die Tage. Ich melde mich dann einfach später wieder. Tschüss! Hallo ihr Lieben, heute ist Montag, der 3. Februar. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wann ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Kann das am Samstag gewesen sein oder am Freitag? Ich weiß es nicht. Was macht Milo da hinten? Er hat sein Bubu hochgezerrt. Ich wollte auf jeden Fall nur ein kurzes Update geben zu mir und meiner Person. Und ich sehe heute schon wieder total fertig aus und ich bin es auch. Dieses Wetter im Moment, was wir haben, macht mich wahnsinnig. Wirklich. Ich bin nur noch müde. Ich bin nur noch irgendwie genervt und schlecht drauf und gereizt. Und oh, ich finde, es ist auch alles furchtbar anstrengend im Moment. Also ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber im Moment ist einfach alles meh. Ich merke auch, dass ich bei Kommentaren ganz empfindlich reagiere. Ich habe heute einen Kommentar gelesen, wo ich erstmal an die Decke geflappt bin und schon was Übelstes zurückschreiben wollte. Und dann dachte ich so, Hani, warte mal, guck mal, da ist so ein Lache-Ding dahinter, diese zwei Dreiecke, die da oben sind, die so für Hihi stehen. Und ich dachte mir so, ah, es war wahrscheinlich witzig gemeint. Und ich bin aber sofort an die Decke geschossen, wo ich den Kommentar gelesen habe, gedacht so, nicht schon wieder so ein Kommentar. Weil ich bin momentan echt mega schnell genervt und das merke ich halt auch daran. Obwohl das überhaupt nicht böse gemeint war, habe ich es erstmal böse aufgefasst. Und ich weiß nicht, geht euch das auch so? Gibt es bei euch auch so bestimmte Phasen, Einflüsse, wo ihr stets und ständig müde seid und genervt und alles ist blöd und ihr seid sehr empfindlich mit allem? So geht es mir gerade im Moment. Also ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also ich gehe mal davon aus, dass das am Wetter ist. Weil bei uns schwanken die Temperaturen von -7 bis +15 Grad. Und das sind einfach mal 20 Grad Temperaturunterschied, die wir vom einen auf dem anderen Tag hier teilweise haben. Und ich glaube, mein Kreislauf macht das einfach irgendwann nicht mehr mit. Naja, auf jeden Fall bin ich im Moment sehr leicht gereizt. Und das nervt mich selber. Und dann nerve ich mich selber ab. Und dann bin ich gereizt, weil ich mich selber nerve. Und oh, ein Teufelskreis auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich hatte euch noch erzählt, dass ich die Fuchsgeschichte Band 1 bis 9 beendet habe, den Sammelband von Niki, den ersten. Und ja, ich hatte ja parallel angefangen, das 9. Haus von Leyva Lugo zu lesen. Ich bin da jetzt so ungefähr, halt, hier seht ihr das, so bei der Hälfte so ungefähr. Und ich muss sagen, uff, dieses Buch ist keine leichte Kost. Weder vom Inhalt her, noch vom Schreibstil. Also, dieser Schreibstil macht mich fertig. Ich glaube, das letzte Mal so angestrengt beim Lesen war ich bei Der Übergang von Justin Cronin. Ich glaube, da hat mich das Lesen das letzte Mal so arg angestrengt. Also dieses Buch ist vom Schreibstil her nicht extrem kompliziert, aber hier kommen Wörter drin vor, die ich selber auch erstmal googeln musste. Da sind Dinge beschrieben, die ich mir nicht vorstellen kann. Es sind Ausdrucksweisen hier verwendet, wo ich dreimal lesen muss, bis ich begreife, was man mir damit sagen möchte. Also ich finde, dieses Buch ist sehr komplex in seiner ganzen Art und Weise, in seinem ganzen Aufbau. Es ist keine Geschichte, die ich so immer locker flockig so daherlesen kann. Und ja, ich bin immer noch nicht in dieser Welt hundertprozentig drin. Uff, es ist einfach verdammt viel in diesem Buch und ich kann nicht mehr wie 70 Seiten am Stück lesen. Also ich habe heute gelesen von Seite, wo habe ich heute angefangen? 150 ungefähr bis 236. Also das waren jetzt mal knappe 90 Seiten, aber ich habe jetzt echt gemerkt, dass ich Kopfschmerzen kriege. Also ich hatte die Kopfschmerzen schon vorher, aber ich lese auch extrem langsam in diesem Buch, muss ich sagen. Also ich brauche für 90 Seiten locker 2 Stunden, 2,5. Wenn ich langsam lese und mein Mann zu Hause ist und nebenbei noch Dinge fragt, wo ich denke, so, uff, 90 Seiten hast du sonst in einer Stunde, anderthalb gelesen. Also es ist schon, ja, also dieses Buch fordert mich schon ganz schön. Und ja, ich muss sagen, ich mag die Geschichte aber auch wieder andererseits. Also ich finde es gut, dass unsere Protagonistin hier Ecken und Kanten hat und dass sie eine Protagonistin ist, die sehr viel erlebt hat und wo man auch den Hintergrund versteht, warum sie so ist, wie sie ist und wie sie sich so entwickelt hat und alles. Also man hat jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt bin in der Geschichte, schon viel über sie erfahren und man versteht halt vieles. Und
Ja, was mich halt auch noch so ein bisschen kirre macht in diesem Buch ist, wenn man Sprünge macht von Kapitel zu Kapitel, vor, zurück, vor, zurück. Vor 3 Monaten, jetzt. Vor 3 Monaten, jetzt. Vor 3 Monaten, jetzt. Vor 3 Monaten, jetzt. Das macht mich wahnsinnig, sowas. Das hat mich ja auch letzten Monat bei Pandemonium so genervt. Immer dieses früher, heute, früher, heute, früher, heute. Nur hier weißt du, was früher ist. Früher war Herbst und jetzt ist Winter. Also es sind wirklich, also es sind wirklich 3 Monate, die das Ganze trennt. Aber es ist trotzdem dieses damals, heute, damals, heute, damals, heute. Und du denkst dir die ganze Zeit so, ja, was ist denn damals jetzt nur passiert, meine Fresse? Und das macht mich an Geschichten immer wahnsinnig, wenn das immer so hin und her springt und so wechselt. Und was mich auch noch wahnsinnig macht, ist, dass ein Kapitel ungefähr 30 Seiten hat in diesem Buch. Ich hasse lange Kapitel wie die Pest. Wirklich. Ich weiß nicht mehr, welches Buch es war, aber ich habe mal irgendein Buch gelesen, da war ein Kapitel 50 Seiten lang. Das hat mich so frustriert. Ich bin ein Kapitelleser. Ich bin ein Mensch, ich kann das Buch nicht mitten im Kapitel zuschlagen. Da ist mein innerer Monk am Durchdrehen. Da kriege ich Krämpfe innerlich, das kann ich nicht. Das geht einfach nicht. Und deswegen hasse ich Bücher mit langen Kapiteln, weil ich dann, wenn ich keinen Bock mehr habe, mich zwingen muss, weiterzulesen, damit ich das Kapitel zu Ende lese. Manche werden das jetzt nicht verstehen können, weil die werden sich denken, die Alte ist doch bekloppt, dann macht man das Buch zum Gut. Nein, das geht nicht. Ich kann das nicht. Ich muss dieses Kapitel zu Ende lesen. Das ist so ein innerer Zwang. Auf jeden Fall nerven mich deswegen Bücher mit langen Kapiteln. Und ich schreie jedes Mal vor Freude auf, wenn ein Buch Kapitel hat, die nur 10 Seiten lang sind. Dann denke ich immer, yay! Das ist für mich auch so ein viel cooleres Gefühl, weil ich dann denke, boah, du hast heute 10 Kapitel gelesen. Waren am Ende auch nur 50 Seiten, aber das ist so ein, ja, ich habe was geschafft. Und so sitzt du da und denkst dir so, wow, ich habe ein Kapitel von diesem Buch geschafft. Hey, hey, Freude. Aber wisst ihr, was ich meine? Das macht mich wahnsinnig, wenn diese Kapitel dann so lang sind. Und in diesem Buch sind die Kapitel so um die 20 bis 30 Seiten lang, das variiert mal, aber das ist auch, das macht mich wahnsinnig. Also dieses Buch treibt mich zum einen in den Wahnsinn, zum einen durch diesen komplexen Schreibstil und die Länge der Kapitel und dieses vor, zurück, vor, zurück. Aber andererseits finde ich die Geschichte mega interessant und ich frage mich die ganze Zeit halt, was mit dieser einen Person denn jetzt bitte verdammt nochmal passiert ist. Ich kann jetzt ja nicht sagen, wer, sonst würde ich euch fett spoilern, aber du liest das und denkst die ganze Zeit, ja, was ist denn jetzt passiert mit dieser Person? Ich möchte es jetzt wissen und nicht wahrscheinlich erst am Ende des Buches, weil es ist ja vor 3 Monaten passiert und nicht im Jetzt. Du weißt jetzt, dass diese Person nicht da ist und vor 3 Monaten liest du halt dann so langsam, was mit dieser Person passiert ist. Also, ne, dass du verfolgst die Geschichte von vor 3 Monaten und du liest das dann und denkst dir so, ja, ich möchte es jetzt wissen. Und nicht erst am Ende des Buches, weil das wird passieren durch dieses damals, heute. Werde ich erst wissen, was mit dieser Person passiert ist, wenn ich am Ende von dem Buch angekommen bin und auch am Ende von dem heute. Und das ist... sowas nervt mich. Gut, jetzt habe ich mich genug aufgeregt über dieses Buch. Wie gesagt, die Geschichte an für sich echt ganz cool mit diesen Verbindungen und den Geistern und die Protagonistin. Ich mag sie unglaublich gerne. Aber dieses ganze Drum und Dran, diesem Buch, das kostet mich echt Kraft und Nerven gerade. Wirklich, deswegen. Ich habe heute so ungefähr bis zur Hälfte gelesen. Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag so 50 bis 70 Seiten zu lesen, je nachdem, wie es mein Kopf verkraftet. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Ich möchte eigentlich dieses Buch gern diese Woche fertig kriegen. Ich habe jetzt noch, ich bin auf Seite 236 und dieses Buch hat 520 Seiten. Ich habe noch ungefähr 300 Seiten in diesem Buch und wenn ich jetzt jeden Tag 50 Seiten lese, müsste ich in 6 Tagen fertig sein. Dann wäre ich diese Woche noch fertig. Naja, mal gucken, ob das so funktioniert, dass ich bis zum Wochenende mit dem Buch fertig bin. Auf jeden Fall habe ich jetzt leicht Kopfschmerzen. Ich überlege, was ich jetzt tue. Ich glaube, ich werde heute einfach gar nichts mehr tun und einfach noch ein bisschen Fernsehen gucken. Es ist auch schon ein bisschen spät und ja, werde dann morgen in dem Schätzchen hier weiterlesen. Ja, das wollte ich euch noch mal kurz als Update geben. Und dann wollte ich euch noch kurz erzählen, ich war heute in der Buchhandlung und habe mir 3 Bücher bestellt. Und weißt du, ich dachte so, ich bestelle diese Bücher in der Buchhandlung, um den Handel zu unterstützen und gebe das nicht schnell bei Amazon ein. Weil im Endeffekt wäre es nämlich auch selber rausgekommen, hätte ich bei Amazon bestellt, hätte ich die Bücher morgen. In der Buchhandlung habe ich sie auch morgen. So, aber ich dachte mir, hey, geh in der Mittagspause in die Buchhandlung, bestell diese 3 Bücher in der Buchhandlung und tu was für die Läden. Ich stand fast ungelogen meine komplette Mittagspause in der Buchhandlung, weil die Frau es nicht hinbekommen hat,
diese drei Autoren in ihren Computer einzugeben. Ich musste jedes Mal auf Amazon mit meinem Handy die Bücher raussuchen, damit sie das abschreiben kann. Uff. Ich habe dann gedacht, so, ich glaube, beim nächsten Mal bestelle ich doch wieder bei Amazon. Da habe ich die Bestellung innerhalb von 20 Sekunden fertig und stehe nicht fast eine halbe Stunde in der Buchhandlung. Ey, wirklich, ich frage mich manchmal bei Buchhändlern, habt ihr überhaupt eine Ahnung von eurem Job? Beschäftigt ihr euch eigentlich damit? Oder steht ihr einfach nur da drum und verkauft halt Bücher, wo ihr keinen Bock darauf habt? Ich verstehe das immer nicht, ganz ehrlich. Wenn ich in einer Buchhandlung arbeiten würde, dann würde unsere Buchhandlung, also die, wo ich immer hingehe in der Mittagspause, die würde auch ein bisschen anders aussehen. Da würden auch ein paar andere Bücher liegen. Weil, wie kann es denn sein, dass von diesen drei Büchern nicht eins da war und es sind alles Neuerscheinungen jetzt von Ende Januar gewesen? Hallo? Und das vierte Buch, was jetzt auch rausgekommen ist, was ich aber aus nächsten Monat kaufen werde, damit es A, nicht so viele Bücher auf einmal sind und B, ich schaffe es diesen Monat eh nicht mehr, dieses Buch zu lesen, deswegen kaufe ich das nächsten Monat. Aber dieses Buch ist auch schon jetzt erschienen und auch das hatten sie nicht da. Und es sind Liebesromane, sowas hat man doch eigentlich immer da. Nein, es gibt diese Bücher nicht bei uns in der Buchhandlung. Und ich denke mir so, okay, dann bestell sie, aber dann lass mich doch nicht bei Amazon googeln und dass du es dann abschreiben kannst. Dann hat sie immer noch die Cover verglichen. Das ist jetzt der zweite Band der Reihe, ja. Das ist jetzt der dritte Band der Reihe. Ja. Ich denke mir, du hast doch das Cover. Vergleich doch einfach die Cover. Hat sie nicht hingekriegt. Naja, ich hole die Bücher morgen ab. Das wird hoffentlich nicht nochmal eine halbe Stunde dauern. Und dann kann ich sie euch auch zeigen. Ich verrate jetzt nicht, was ich bestellt habe. Es sind drei Liebesromane. So viel kann ich sagen. Und es sind alles drei Fortsetzungen für meinen Reihen. Und ja, die eine Fortsetzung, die ich dann nächsten Monat kaufe, ist Liebe mich für immer von Katinka Engel. Das ist der dritte Teil dieser Second Waves, Chances, irgendwas Reihe. Ich fällt mir mal rein Bezeichnung im Moment nicht. Ja, auf jeden Fall ist das der dritte Teil von der Katinka Engel Reihe. Und ja, den hole ich mir aber den nächsten Monat. Und ja, den bestelle ich dann wahrscheinlich bei Amazon, damit ich nicht wieder meine Mittagspause in der Buchhandlung verbringe. Aber da fragt man sich echt immer, ob da Profis arbeiten, ne? Alter. Ja. Gut, diese Geschichte wollte ich noch kurz erzählt haben, Susi und die Buchhandlung. Und ja, ich höre jetzt auf, euch vorzulabern, es ist schon wieder viel zu viel und viel zu lang. Und ja, ich melde mich einfach dann, wenn ich es nicht vergesse, morgen. Und ich sag mal, bis dann, macht's gut. Tschüss. Hallo ihr Lieben, so, da bin ich wieder und einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss gleich auf Arbeit und ja, ich habe es gestern nicht mehr geschafft, euch einen Leseabschnitt zu filmen mit den Büchern, die ich gekauft habe. Aber ich wollte euch ja die Bücher, die ich gekauft habe, unbedingt noch zeigen. Deswegen machen wir das jetzt und ich zeige euch fix die Bücher, die ich gekauft habe. Ansonsten gibt es nicht viel Neues zu erzählen. Gelesen habe ich gestern meine 40 Seiten von Das neunte Haus. Ich hatte gestern keine Lust zu lesen. Ich habe dann auch noch ein bisschen mit der Tina zusammen gespielt. Und naja, da musste ich zeitig ins Bett, weil ich heute 4:30 wieder aufstehen musste. Und ja, da bin ich gestern nicht so zum Lesen gekommen. Aber heute bleibt der Computer aus, wenn ich nach Hause komme. Und dann wird heute auf jeden Fall wieder rangeklotzt mit Lesen und dann Das neunte Haus weitergelesen. Ja, irgendwelche Neuigkeiten zum Lesen gibt es deswegen nicht. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich Bücher gekauft habe. Die habe ich gestern abgeholt und ja, die wollte ich euch jetzt ganz, ganz fix zeigen, bevor ich jetzt los muss. So, ich habe mich mal fix umgesetzt, weil irgendwie habe ich Sachen an, dass ich meinen Arm nicht richtig hochheben kann. Ich habe halt so eine Bluse an und da irgendwie ist die hier oben sehr eng und da kriege ich meinen Arm nicht richtig hoch. Naja, auf jeden Fall, ja, wollte ich euch die Bücher zeigen, die ich gekauft habe. Und zwar habe ich gekauft Hard Love von Lauren Blakely. Das ist der, ich glaube, sechste Teil dieser Reihe. Und in dieser Reihe ist es ja so, dass die Bücher immer aus der Sicht der Männer geschrieben sind. Und es geht hier um eine, naja, sagen wir mal, Freundesbekanntengruppe. Die haben schon alle so miteinander zu tun aus New York. Und in diesem Teil geht es jetzt, um wen geht es hier eigentlich? Ich habe jetzt gerade mal geguckt im Klapptext oder auch auf dem Rückband, aber hier steht nicht, wie er heißt, um wen es hier geht. Also es geht zum einen um Mia und Mia ist die kleine Schwester seines besten Freundes und ihr wisst, ich liebe ja solche beste Freunde und so Geschichten. Und ja, ich bin sehr gespannt auf Hard Love. Die letzten beiden Teile aus dieser Reihe haben ja nicht mehr
so gut gefallen. Also ich fand die schon noch süß und so, aber das waren halt keine so guten Geschichten mehr. Die waren halt so, ja, es war nett, sie zu lesen und so für zwischendurch ganz süß, aber das waren keine Bücher, die mich mehr so hundertprozentig überzeugen konnten. Ja, deswegen hoffe ich jetzt, dass dieser Teil einfach wieder besser wird. Und ja, ich bin gespannt. Also Hard Love habe ich gekauft. Love Challenge von Helen Huang. Ich hatte ja Kissing Lesson gelesen von Helen Huang und das fand ich ja richtig, richtig gut. Hat mir mega gut gefallen. Deswegen musste natürlich auch der zweite Teil Love Challenge bei mir einziehen. Hier geht es um Kai und Kais Mutter möchte gerne, dass er heiratet und ja, schlägt ihm da auch eine Heiratskandidatin vor und Kai ist sich aber nicht so sicher, ob er das denn möchte und überhaupt eine Frau ist eigentlich auch nicht so sein Ding, aber naja gut, seiner Mutter zuliebe lässt er sich halt drauf ein und trifft sich dann mit der Frau und ja. Und was dann halt so mit Kai, der im Übrigen auch wie die Protagonistin im ersten Teil eine gewisse Stufe von Autismus hat, was dann halt mit den beiden so passiert, das ist es, worum es in diesem Buch im Endeffekt geht. Und ja, dann steht hier hinten noch drauf, also ich kann euch ja mal vorlesen, was hinten drauf steht. Seine Mutter will, dass er heiratet. Kai will, dass sie ihn in Ruhe lässt, also schließen die beiden einen Pakt. Kai wird 3 Monate mit der Frau zusammenleben, die seine Mutter für ihn ausgesucht hat. Danach hören die Kuppelversuche auf und sie akzeptiert ein für alle Mal, dass Kai als Autist einfach nicht für die Liebe gemacht ist. Esme will ein besseres Leben. Für sie und ihre Tochter darf... Esme will ein besseres Leben für sich und ihre Tochter. Dafür ist sie bereit, alles zu tun. Selbst in die USA zu fliegen und einen vollkommen Fremden kennenzulernen. Einen extrem attraktiven und etwas sonderbaren Fremden. Sie hat 3 Monate Zeit, Kais Herz zu gewinnen. Nur leider ist es viel einfacher, ihr eigenes an ihn zu verlieren. Und wie gesagt, ich habe ja Kissing Lesson gelesen und ich fand Kissing Lesson so toll. Deswegen habe ich mir Love Challenge gekauft und Kai ist der Cousin von unserem Love Interest aus dem ersten Teil, wenn ich mich so recht erinnere. Und ja, ich freue mich schon sehr auf das Buch, wird auf jeden Fall ganz, ganz bald gelesen und dann berichte ich euch natürlich darüber. Und ja, das ist Buch Nummer 2, was ich gekauft habe und jetzt muss ich niesen. So, Niesattack ist vorbei und das dritte Buch, was ich noch bestellt habe, ist The Problem Within von Rachel Higginson. Das ist der dritte Teil dieser Reihe. Ich habe keine Ahnung, wie diese Reihe heißt. Ich merke es mir einfach nicht. Auf jeden Fall war der erste Teil The Opposite of You und der zweite The Difference Between Us und die haben mir ja beide sehr gut gefallen. Und ja, das ist jetzt der dritte, The Problem with Him. Und im dritten Teil geht es jetzt um Kaya oder Kaya, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, und um Wyatt. Und Wyatt kennen wir auf jeden Fall schon aus den ersten beiden Teilen und Wyatt ist toll. Ich mag Wyatt total. Und ja, ich kann euch auch mal hier den Rückband eigentlich vorlesen. Kaya Swift hat die Nase voll von Männern, zumindest von einem, Wyatt Shaw. Arrogant, genial und heiß wie die Sünde. Außerdem als Chefkoch im Lilou ihr Boss. Es darf nicht sein, dass ein Blick oder ein Lächeln von ihm ihr Herz schneller schlagen lassen. Denn Kaya hat nur ein Ziel, sie will ihr eigenes Sternerestaurant und um das zu erreichen, kann sie keine Ablenkung in Form atemberaubender Küsse und heimlicher Berührungen gebrauchen. Und ja, ich freue mich schon sehr auf die Geschichte. Die Bücher von Rachel Higginson waren ja, was den Erotikanteil betrifft, echt gering. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wenn ihr Bücher sucht, wo nicht so viel Gebimse und Gebamse und so drin ist, dann solltet ihr euch die hier angucken. Und wenn ihr mehr Gebimse und Gebamse wollt, dann solltet ihr euch die hier angucken. Die sehen überhaupt nicht so schlimm aus. Auf jeden Fall haben mir alle 3 Reihen bisher gut gefallen und ich mag die Geschichten bisher sehr, deswegen durften die 3 Teile auch wieder bei mir einziehen und es sind alles Fortsetzungen. Ich möchte darauf hinweisen, ich habe keine neue Reihe angefangen. Es sind alles Fortsetzungen von Reihen, die ich letztes Jahr angefangen habe. Letzten Monat habe ich ja True North gekauft, auch das ist ja eine Fortsetzung und ja, ich habe bis jetzt keine neue Reihe angefangen. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, denn wir haben schon Februar. So, und jetzt muss ich ins Büro. Ich höre jetzt auf, euch voll zu labern. Und ja, sag einfach mal bis die Tage. Ich weiß nicht, wann ich mich wieder melde, aber im Moment gibt es ja nicht so viel zu berichten. Wie gesagt, es ist jetzt seit vorgestern auch nicht wirklich irgendwas passiert. Es ist Mittwoch heute. Ich bin saumüde, weil ich 4:30 aufgestanden bin. Und dann habe ich meinen Mann auf Arbeit gefahren, dann bin ich wieder nach Hause gefahren, habe gefrühstückt und mich fertig gemacht und hier noch ein bisschen aufgeräumt und jetzt muss ich auch ins Büro. Ich hasse solche Tage, die sind immer so lang. Aber es ist nur noch heute so früh und morgen so früh aufstehen und Freitag kann ich dann ganz normal wie immer aufstehen. So, jetzt habe ich genug gequatscht und erzählt und ja, wegen der Wohnung gibt es nichts Neues. Ich glaube, ich hatte euch ja erzählt, dass wir unseren Umzug verschieben mussten in die neue Wohnung. Weil dort die Fenster repariert werden müssen, die sind irgendwie verzogen und da müssen sie jetzt aus einer Dachdeckerfirma kommen lassen, die das alles repariert und wieder schön macht, damit wir dann, wenn wir dort einziehen, halt auch keine Probleme mit den Fenstern haben. Und ja,
es ist halt so, ne? Aber da haben wir jetzt auf jeden Fall auch noch nichts Neues gehört. Das heißt, der Umzug ist immer noch verschoben. Ich weiß nicht, wann wir umziehen werden. Ich hoffe, dass es nicht sich allzu lange zieht. Und ja, ich sage jetzt einfach mal, bis dann. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Heute ist Montag, der 10. Februar und ich melde mich auch mal wieder zu Wort. Ich habe mich jetzt schon wieder seit ein paar Tagen nicht gemeldet. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange es her ist, dass ich mich gemeldet habe. Ich weiß nur, dass ich definitiv schon einen Abschnitt für dieses Weekly Living gedreht habe. Gestern ist mein letztes Weekly Reading online gegangen und ja, ab jetzt nennen wir es einfach Weekly Living, damit ich mich da auch dran gewöhne. Und ja, ich muss jetzt ein bisschen improvisieren. Ich werde jetzt gerade blind, weil ich meine Handytaschenlampe als Licht benutze, dass ich hier so ein bisschen angestrahlt werde wenigstens, dass ich nicht ganz im Dunkeln liege, weil ja, unsere Wohnung ist ein Bunker. Naja, das hatte ich euch ja schon erzählt. Auf jeden Fall ist hier oben jetzt auch noch eine Birne kaputt gegangen, weswegen jetzt halt in der Ecke kein Licht ist, wo ich sonst immer saß. Ich saß ja sonst immer da hinten und ja, da ist jetzt kein Licht mehr. Ach so, aber seht ihr, da steht ja noch das Buch. Das habe ich extra noch nicht ganz weggeräumt. Da wollte ich noch zwei, drei Sachen zu sagen. Und mein Hund kommt. Gut, so. Jetzt ist Milo auch hier. Komm mal her. So, alle hopp. Sag mal guten Abend. Guten Abend. Der hat gerade noch so schön geschlafen da drüben. Ansonsten, was gibt es Neues zu erzählen? Abgesehen von meinen Lichtproblemen und dem Ganzen. Ja, es ist im Prinzip nicht wirklich was passiert in den letzten Tagen. Ich hatte euch, glaube ich, im letzten Abschnitt erzählt, dass unser Umzug auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Es gibt leider immer noch keine neuen Informationen. Also wir wissen leider immer noch nicht, wann wir denn jetzt umziehen können, bis wann die das repariert haben. Es soll wohl nächste Woche eine Firma in die Wohnung und die Fenster reparieren und alles wieder schön machen, dass sie halt auch wieder dicht sind und dass da nichts mehr zieht und alles ganz ist und alles fein ist, wenn wir einziehen. Aber bis das nicht repariert ist, können sie halt nicht endgültig sagen, wann wir rein können. Das heißt, wir hoffen jetzt einfach mal, dass die nächste Woche es schaffen, die Fenster komplett zu reparieren, dass wir vielleicht doch zu unserem ursprünglich geplanten Termin umziehen können. Ja, abwarten, Tee trinken, ja. Gucken mal, was passiert. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, so viel zum Thema Umzug. Also leider gibt es da noch keine neuen Informationen. Ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Ich hoffe es. So, und wie ihr merkt, ich stehe. Und wenn ich stehe, ich hampel dann immer so rum in meinem Film. Deswegen sitze ich normalerweise, damit ich nicht so rumzapple. Ja, ansonsten gibt es jetzt eigentlich nichts weiter Neues zu berichten. Ich habe am Wochenende das Schätzchen hier fertig gelesen und wenn ich es morgen schaffe, möchte ich nach Feierabend die Rezi dazu drehen, dass ich die vielleicht noch am Mittwoch online bekomme, die Rezi. Ich muss mal gucken, wie es morgen zeitlich passt, aber morgen ist mein Mann mal nicht zu Hause, da kann ich mal in Ruhe drehen. Es ist immer ein bisschen schwierig, jeder, der YouTube-Videos macht und einen Partner hat, der nicht in diese ganzen Videos mit involviert ist. Wenn man bei Vlogs und sowas ist das ja auch was anderes. Aber wenn ich jetzt ein Rezi mache, brauche ich hier Ruhe zu Hause. Dann möchte ich in Ruhe erzählen können und nicht, dass im Hintergrund die Kaffeemaschine angeht oder der Hund durch die Gegend rennt, weil er spielen will. Oder ja, ich brauche auf jeden Fall Ruhe zum Drehen und morgen ist mein Mann dann beim Sport und mal nicht zu Hause morgen Nachmittag, wenn ich Feierabend mache. Und dann habe ich Zeit und dann kann ich auf jeden Fall die Rezension zu das 9. Haus drehen. Ich gehe davon aus, wenn ihr dieses Video hier seht, ist die Rezi schon online, deswegen versuche ich mich kurz zu fassen. Ich fand das Buch cool, es ist eine coole Story, es ist eine coole Geschichte, aber ich bin unglaublich schwer reingekommen in die Geschichte. Ich habe mich am Anfang echt schwer getan mit dem Buch. Das hat bis zum Ende auch so ein bisschen angehalten, dass ich nicht flüssig durch die Geschichte gekommen bin. Also ich habe oft gestockt, ich habe oft Absätze zweimal gelesen, ich habe ein, zwei Wörter sogar nachgeschlagen, weil ich einfach nicht wusste, was sie in dem Kontext heißen sollten. Und ja, ich finde den ganzen Stil und die Art und Weise, wie das Buch geschrieben ist, einfach ein bisschen anstrengend. Es ist ein bisschen hochtrabender, ein bisschen hochgestochen. Es ist kein lockerer, leichter, einfacher Jugendbuch-Schreibstil. Nein, es ist eher ein an erwachsenere, gerichtetere Schreibstil, der ein bisschen anspruchsvoller ist. Also ich möchte nicht sagen, dass es ein sehr anspruchsvoller Schreibstil ist, denn das ist es nicht. Aber er ist schon ein bisschen anspruchsvoller und ich bin ein Leser, wie ihr wisst. Ich mag locker, leichte, einfache Geschichten mit Spannung und Action und Liebe Schmalz und ja, deswegen war das Buch für mich eine kleine Herausforderung.
Ich muss ehrlich sagen, seit der Übergang, also seit der Passage-Trilogie von Justin Cronin, hat mich kein Buch so sehr gefordert wie das hier beim Lesen. Weswegen ich halt auch eine komplette Woche gebraucht habe zum Lesen, weil ich nicht mehr wie 70 Seiten am Tag gelesen habe. Das hat mir dann gereicht, dann habe ich das Buch weggetan und dachte so, so gut, ich habe es geschafft für heute. Ich war dann wirklich immer froh, wenn ich den Abschnitt gelesen hatte, obwohl ich die Geschichte mag, obwohl ich das sehr interessant fand, was da drin passiert ist. Aber es gab halt so Dinge in diesem Buch, die mich ein bisschen genervt haben. Und ja, deswegen ist es definitiv für mich auch kein 5-Sterne-Buch, weil einfach zu viele Dinge mich gestört haben. Ich habe den ganzen 4 Sterne gegeben auf Goodreads, weil ich die Geschichte cool fand und ich die Protagonistin dieser Geschichte gut finde. Und ja, weil ich halt einfach denke, dass diese Geschichte noch Potenzial hat. Ich bin auf den zweiten Teil auf jeden Fall gespannt. Mal gucken, was da dann noch passiert. Und ja, jeder, der gerne mal ein bisschen ein anspruchsvolleres Buch lesen möchte, dem kann ich das 9. Haus empfehlen. So, soviel zu das 9. Haus. Mehr dazu dann in meiner Rätsel. Ich glaube, ich habe hier genug gesagt. Es gab noch 2, 3 Sachen, die mich noch gestört haben, wie zum Beispiel der Wechsel in den Zeitebenen von Kapitel zu Kapitel. Die Länge der Kapitel haben mich noch gestört. Und ja, dazu sage ich dann mehr in meiner Rätsel. Ja, ich habe dann, nachdem ich dann das 9. Haus beendet hatte, gleich ein neues Buch angefangen. Und zwar lese ich gerade aktuell mit der lieben Kupfermünze, also mit der lieben Tina, meinem Mod. Wer meine Streams guckt und so, der weiß ja, wer Tina ist. Mit der lese ich aktuell Neon Birds. Und wir haben jetzt so die ersten 2 Leseabschnitte gelesen. Das sind so die ersten 100 Seiten. Also wir sind auf Seite 105 sind wir. Und ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das Buch richtig gut. Gerade nach das 9. Haus ist das perfekte Buch, um mich wieder so ein bisschen runterzufahren, weil das ist echt vom Stil her wieder ganz anders. Es ist eine ganz andere Ausdrucksweise in diesem Buch und ich bin so froh, dass es nicht so von der Formulierung ist wie das. Also ja, es ist halt einfacher zu lesen und alles und ja. Also Neon Birds, ich mag es bisher sehr. Ich finde, die Geschichte fängt schon mit einem Megaknall an, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Es passieren jetzt hier so 2, 3 Dinge, die man so als viel Leser, also als jemand, der schon viele Geschichten gelesen hat, der in etwa weiß, wie Geschichten aufgebaut sind. Ich finde, als so ein Leser mit Erfahrung, nennen wir einfach der erfahrene Leser, der ahnt schon, was hier noch so drin vorkommen wird. Also ich rede von den ersten 100 Seiten, ne? Nicht von dem Rest der Geschichte. Und ja, also es war mir an bestimmten Stellen, war mir schon klar, dass das jetzt noch kommen muss und das jetzt kommen muss. Aber ich fand es gut, gerade was Flower angeht, diese ganze Sache, die jetzt hier im zweiten Leseabschnitt passiert ist, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, das hat seinen Charakter nochmal richtig gut dargestellt. Das hat nochmal gezeigt, was für eine Position er in der Geschichte auch einnimmt. Und ja, wir haben in diesem Buch 4 Charaktere, die im Vordergrund stehen. Ich möchte jetzt nicht sagen 4 Protagonisten. Auf jeden Fall haben wir 4 Hauptcharaktere, ich nenne es jetzt einfach mal so, in dieser Geschichte. Und ich bin sehr gespannt, was mit diesen 4 Charakteren alles noch passieren wird, wie sie sich entwickeln werden und was hinter dem Ganzen so steht. Zum Inhalt kann ich bisher nur so viel sagen, wir befinden uns im Jahr 2101, also nicht so mega weit in der Zukunft. Und es greift ein Virus um sich, der die Menschen in Supermenschen quasi verwandelt, aber sie sind gleichzeitig vom Gedanken her keine Menschen mehr. Also sie verlieren jegliche Emotionen und Gefühle und sind dann eher so wie Maschinen, so Cyborgs, also wirklich halt nicht mehr menschlich. Und ja, dieser Virus, der heißt Kami und der verbreitet sich halt auf der Welt und es gibt verschiedene Spezialeinheiten, die versuchen, die Verbreitung dieses Virus einzudämmen. Und wir haben 4 Charaktere, zum einen Luke. Luke arbeitet in einer Sicherheitszone als Aufseher. Also diese Kami-infizierten Menschen, die werden Mojas genannt. Und man hat es schon an dem Punkt in der Geschichte geschafft, diese Mojas in Sperrzonen einzusperren quasi. Also sie wurden in Städte gesperrt und dann wurden Mauern drum gebaut. Und ja, jetzt sind sie da drin und müssen da drin leben. Und ja, Luke arbeitet auf jeden Fall in so einer Sperrzone und überwacht halt die Mojas, dass sie nicht ausbrechen. Dann gibt es Flower, er ist der Mitbewohner von Luke und er arbeitet für die Regierung, für eine dieser Spezialeinheiten. Dann haben wir Andra. Andra kommt aus einem kleinen Dorf, die nicht so viel von der Technik halten, die es inzwischen in dieser Welt gibt, sondern eher so noch auf das alte Wert legen, auf die alten Gebräuche, auf die alten Bauweisen. Also sie wohnt da in der Wüste, sehr, sehr abgeschieden, so ein Beduinenvolk und relativ nah an dieser Sperrzone. Und ja, dann haben wir noch als 14 in dieser Geschichte, ich habe keine Ahnung,
wie man seinen Namen ausspricht, richtig? Okien? Okien? Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Auf jeden Fall ist Okien wie Flover ein Soldat und gehört auch einer speziellen Einheit an. Aber Okien ist in diesem... Aber Okien ist an einem Punkt in dieser Geschichte, wo er keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß hat und eigentlich seinen Dienst quittiert hat, aber dann braucht man seine Hilfe. So, soviel zu unseren vier Hauptcharakteren. Ich bin gespannt, was es mit den Charakteren noch auf sich hat, vor allem mit Andra, denn man weiß schon, dass bei Andra irgendwas anders ist wie bei anderen Menschen. Und ja, schauen wir einfach mal, was hier noch passiert. Wie gesagt, die ersten 100 Seiten sind gelesen. Ich freue mich auf den nächsten Abschnitt morgen und bis jetzt mag ich es sehr. Und da ich ja bei Neon Birds jeden Tag nur so einen Abschnitt so zwischen 50 und 60 Seiten lese, habe ich noch parallel mit True North angefangen, Unser Traum von für immer. Da bin ich auf Seite 181, habe ich gestern mal so in einem Rutsch gelesen. Ich glaube, das sagt sehr viel zu der Geschichte aus. Ich fand den sechsten Teil der Vermont-Reihe wieder einfach unglaublich gut. Bisher mag ich das Buch total. Ich mag die Geschichte, ich mag die Charaktere. Ich bin sehr gespannt, in was für eine Richtung sich das Ganze noch entwickelt. Hier geht es ja um Skylar und Skylar war 16, als sie von zu Hause fortging und beschlossen hat, lieber bei ihrer Tante zu wohnen, denn ihre Mutter war ein Mensch, der sich nicht um sie gekümmert hat. Und ja, sie ist mit ihrer Mutter nach Vermont zurückgegangen, wo sie als Kind schon gelebt hat, um dort bei einem der Ex-Freunde der Mutter zu wohnen. Das ist ein Polizist, der aber sehr gewalttätig ist, er ist Alkoholiker und er betatscht halt Skylar dann im Laufe der Geschichte auch immer, weswegen sie sich dort nicht sehr wohl fühlt. Sie wohnen auch in so einer heruntergekommenen Wohnwagensiedlung und das einzig Positive in Skylars Leben ist Benito Rossi. Und Benito wohnt mit seiner Familie ebenfalls in diesem Wohnwagenpark. Seine Mutter ist alleinerziehend und hat 5 Kinder, weswegen sie sich halt nichts anderes leisten können, aber die Familie Rossi ist halt ganz, ganz anders wie Skylars Familie, denn es ist eine richtige Familie und sie kümmern sich alle umeinander. Und so kümmert sich auch Benito um Sky, wie sie von ihm immer genannt wird. Und ja, es kommt, wie es kommen muss und Sky verliebt sich unsterblich in ihn. Und ja, dann passiert etwas natürlich in dieser Geschichte, was ich euch nicht verrate. Und das führt zum Bruch zwischen den beiden und Sky haut ab, flieht zu ihrer Tante nach New York und lässt sich 12 Jahre in Vermont nicht mehr blicken. Nun wird sie von ihrer Stiefschwester, also der Tochter von diesem Alkoholiker-Polizisten, um Hilfe gebeten und wird nach Vermont gelotst. Und in Vermont angekommen ist alles ganz, ganz anders, wie Sky es sich gedacht hat und ja, sie muss jetzt mit Benito zusammenarbeiten, um ihre Stiefschwester zu finden. Und warum sie verschwunden ist, was zwischen den beiden alles passiert und was da vor 12 Jahren genau vorgefallen ist, das ist es, worum es in dieser Geschichte geht. Und ich finde sie bisher sehr, sehr gut. Ich liebe ja die Vermont-Reihe, wie ihr wisst, und ich glaube, das ist ein Favorit auf den zweiten Platz. Also Sophie und Jude kickt bei mir nichts vom ersten Platz, was die Vermont-Reihe betrifft. Diese Geschichte ist einfach so verdammt gut. Und ja, aber ich glaube, das hier wird mein Platz 2 dann für diese Reihe werden, denn ich mag die Geschichte bis jetzt schon ultra gern. Ich mag Skylar total gern und bin so gespannt, was da jetzt noch passiert. Und ja, ich werde jetzt auch heute Abend noch ein bisschen hier drin lesen. Und ja, ich habe jetzt versucht, schnell zu sprechen, aber ich rede schon wieder viel zu viel und viel zu lange. Ich muss es dann beim Schneiden wieder ein bisschen einkürzen. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle eigentlich auch nicht zu berichten. Mehr passiert ja so in meinem Leben nicht. Ich habe ansonsten wieder ein bisschen Computer gespielt, mit Milo gespielt, mich um meinen Mann gekümmert. Der war ja am Wochenende ein bisschen krank, den hat es entschärft. Das war nicht so schön, deswegen habe ich am Freitag auch nicht streamen können, weil ich dann immer gedacht habe, ich kümmere mich um ihn, falls irgendwas ist. Also ich habe dann mit Tina offline ein bisschen gespielt. Er hat ja dann auch geschlafen viel, aber ich dachte mir nicht, dass dann irgendwas mit ihm ist und dann... Wenn ich im Stream bin, ist es immer schwierig mit reagieren. Deswegen, ja, hatte ich Freitag nicht gestreamt, aber dafür am Sonntag. Aber da habe ich nur auf Twitch gestreamt und nicht auf YouTube, weil ich niemanden verwirren wollte. Deswegen, ja, so wie zu dem Thema. Ansonsten gibt es, glaube ich, nichts weiter zu erzählen. Das neue Jennifer Armentrout Buch habe ich mir noch nicht gekauft. Das kaufe ich mir auch aus dem nächsten Monat, weil ich jetzt diesen Monat schon 3 Bücher gekauft habe und ich jetzt auch erstmal wieder die Bücher lesen möchte, die ich habe. Und ja, deswegen kaufe ich mir dann das neue Jennifer Armentrout Buch, was noch zur Obsidian-Reihe gehört. Schattenglanz heißt das, glaube ich. Das ist ja im HarperCollins Verlag erschienen. Das kaufe ich mir dann nächsten Monat und ja, werde ich dann nächsten Monat lesen. Da habe ich mal noch ein bisschen Jennifer Armentrout im Petto. Da kann ich mir das noch so ein bisschen aufsparen. Ich habe ja von ihr nichts mehr zu lesen. Ich habe ja im Prinzip alle Bücher von ihr. So, jetzt habe ich genug erzählt.
Ich höre jetzt auch an dieser Stelle, ich sag mal, bis später. Ich melde mich dann einfach wieder. Dieses Video wird wieder so unglaublich lang. Es tut mir leid. Und jetzt bin ich blind, weil ich die ganze Zeit hier... Wartet, ich nehme mein Handylicht weg. Oh, es ist hell. Oh Gott. Leute, es ist hell. Ja. Boah, Alter. So wäre es ohne das Handylicht. Obwohl, jetzt geht's. Vorhin ging es die ganze Zeit nicht. Disco, Disco. Wenn mich von draußen einer beobachtet, der denkt, ich habe voll die Klatsche. So, ich bin blind. Ich sag jetzt einfach mal, bis später. Hallo. Wir kuscheln gerade. Und mein Baby? So, ich wollte jetzt schnell noch den letzten Abschnitt für mein Weekly Reading drehen und jetzt fängt der Akku an zu blinken. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Akku jetzt noch durchhält. Ja, ich wollte mein Weekly Reading gerne noch einen Abschnitt für euch drehen und zusammenfassen und das dann damit jetzt auch beenden. Weekly Living, mein Gott, nicht Weekly Reading. Ich habe gerade schon wieder Weekly Reading gesagt. Ich muss mich mal noch dran gewöhnen, dass das jetzt Weekly Living heißt. Auf jeden Fall, Milo, möchtest du runter? Danke. Möchtest du? Nein, du möchtest nicht. Okay. Ja, ich dachte mir, ich melde mich nochmal bei euch und gebe euch ein kurzes Update so zu mir und meinem Leben. Es ist Samstag heute, der 22. Februar. Mir geht es heute Gott sei Dank wieder gut. Also ich hatte die letzten zwei Tage ziemlich starke Migräne. War richtig, richtig böse. Also ich hatte auch eine übelste Lichtempfindlichkeit und ich hätte nicht drehen können, wenn das heute nicht weggegangen wäre. Also ich habe immer noch so leichten Druck im Kopf und auch immer noch so leichte Kopfschmerzen, aber im Vergleich zu den letzten Tagen ist das lachhaft. Weswegen ich sehr, sehr happy bin und es heute mir auch mal wieder gut geht und ich halt auch ein bisschen mehr Schwung habe. Und ja, also wie gesagt, die letzten zwei Tage waren so richtig bläh, weil ich da richtig Migräne hatte. Ich war auch total lichtempfindlich. Ich konnte nicht ins Licht gucken, gar nichts. Am besten alles dunkel. Und ja, heute geht es mir wieder gut, deswegen ich auch für euch drehe. Und ja, ich habe jetzt gerade die Reihenvideos endlich mal gedreht. Ich meine, wir haben Ende Februar und die Buchreihenvideos sind immer noch nicht online. Oh. Ja, aber es ist halt, wie es ist. Weil ich immer nicht so zum Drehen komme und auch ja nicht mehr drei Videos die Woche mache, hängt das dann halt alles immer ein bisschen hinten an. Ich wollte euch auch noch kurz erzählen, was ich gelesen habe. Ich habe Neon Birds beendet mit der lieben Tina die Woche am Montag. Und was soll ich sagen, Neon Birds hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wenn ihr gerne Science-Fiction-Geschichten lest, schaut euch Neon Birds auf jeden Fall an. Das Buch hat auch auf jeden Fall seine Schwächen. Es war nicht hundertprozentig perfekt für mich, aber es war im Großen und Ganzen eine richtig, richtig coole Geschichte mit einem richtig krassen Ende. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze dann jetzt im zweiten Teil weitergeht. Der zweite Teil kommt ja im Mai jetzt raus, glaube ich. Und den will ich auf jeden Fall mit der Tina zusammen wieder lesen. Und ja, ich kann euch Neon Birds auf jeden Fall nur empfehlen. Dann habe ich die Woche noch gelesen Love Challenge von Helen Huang. Das ist ja der zweite Teil von der Kissing Lesson Reihe. Also die Reihe heißt Kiss Love Heart. Und ja, habe ich auch gelesen die Woche Love Challenge, fand ich mega gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen wieder, kann ich euch auch wirklich nur ans Herz legen. Diese Bücher sind ja mal so ein bisschen was anderes. Im ersten Teil ist ja die Protagonistin eine Autistin und jetzt im zweiten Teil ist es der Love Interest, der Autist ist. Und ich finde, die Autorin beschreibt das ganz cool, diesen Autismus. Und man kriegt da durch meine Vorstellung, was das eigentlich genau ist. Und es gibt ja verschiedene Stufen und Formen von Autismus. Ist ja nicht immer alles gleich so, dass die komplett in ihrer eigenen Welt leben, sondern es gibt ja verschiedene Formen davon. Und ich finde, die Autorin tut das einfach richtig cool beschreiben. Und auch jetzt, wie gesagt, im zweiten Teil in Love Challenge hat mir das Ganze wieder sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich kann euch das Buch auch wieder nur empfehlen. Schaut es euch an. Und Milo tut sich hier gerade komplett entspannen. Ja, super. Ja, aktuell lese ich gerade The Problem with Him. Das ist der dritte Teil der Opposite Attracted Reihe. Also der erste ist The Opposite of You. Der zweite ist The Difference Between Us. Und jetzt der dritte ist The Problem with Him. Kann ich dieses TH immer nicht aussprechen. Und ja, auch das Buch gefällt mir bis jetzt richtig gut. Da habe ich so die ersten 100 Seiten gelesen. Ich liebe diese Reihe. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Ist eine richtig tolle Liebesgeschichtenreihe. Also so eine Companion-Reihe mit relativ wenig Erotik. Also es sind jetzt keine Bücher, die überladen sind mit Erotik, Gott sei Dank. Sondern da steht schon die Geschichte im Vordergrund. Und ja, ich mag sie sehr, diese Reihe. Und kann die euch auch wirklich nur empfehlen. Schaut sie euch auf jeden Fall an. Ich liebe, liebe, liebe sie. Und ja, dann muss ich eigentlich mit Annika die Woche noch Requiem lesen, den dritten Teil der Amor-Trilogie, weil wir das Buch eigentlich im Februar noch beenden wollten. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen, ob wir das noch irgendwie hinkriegen. Bis jetzt sind wir halt noch nicht dazu gekommen, die Reihe zu lesen.
Und ja, das ist so, was das Lesen betrifft, der aktuelle Stand. Oh, Baby. Baby ist kuschelbedürftig heute. Ich liebe das, wenn der kuscheln kommt. Das macht er immer so selten. Und das macht er dann immer, wenn ich drehe. Dann will er immer kuscheln. Ja, auf jeden Fall, das ist so lesetechnisch der Stand. Ansonsten, was die Wohnung betrifft, unser Umzug wurde ja nun auf unbestimmte Zeit verschoben wegen der Fenster. Jetzt haben wir die Woche nochmal mit dem Hausmeister quasi, also dem Facility Manager von unserer Genossenschaft gesprochen. Und der hat gesagt, ach, so schlimm ist das gar nicht. Also es sind gar nicht alle Fenster betroffen, sondern nur 3 Stück. Und die sind auch nicht kaputt, sondern da müssen einfach die Scharniere ausgetauscht werden. Die sind halt einfach ausgenuddelt, was halt mit der Zeit völlig normal ist. Aber da die Fenster nun schon etwas älter sind, hatten sie die Scharniere nicht mehr da und die mussten sie bestellen. Und deswegen dauert das jetzt halt alles. Und wir haben jetzt gesagt, also wenn das wirklich nur 3 Fenster und 3 Scharniere sind, die da ausgetauscht werden müssen, dann können wir eigentlich auch da einziehen, weil dann können die das ja auch machen, wenn wir da drinnen wohnen. Das dauert ja nicht lange, so ein paar scheiß Scharniere zu tauschen. Und ja, das wollten wir mit unserer Frau von der Genossenschaft sprechen, dass wir jetzt den Umzug dann vielleicht doch jetzt zeitiger über die Bühne kriegen, weil die ja die Fenster immer noch nicht repariert haben. Und jetzt ist sie krank. Das ist richtig kacke. Wir hoffen, dass sie nächste Woche wieder da ist. Weil wir den Umzug gerne das Wochenende vor der Buchmesse machen würden. Damit wir zur Buchmesse fahren können am Messesamstag. Weil, ja, sonst bleibt uns nur noch das Buchmesse-Wochenende. Weil danach die 4 Wochenenden muss mein Mann wieder arbeiten. Und das ist richtig kacke. Da können wir keinen Umzug machen. Weil er kriegt dann am Wochenende auch immer nur sehr, 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 sehr schlecht frei. Und ja, er hat jetzt halt nächstes Wochenende frei, übernächstes und das danach. Und in einem von diesen 3 Wochenenden müssen wir irgendwie unseren Umzug über die Bühne kriegen. Und ja, wir wissen halt nicht wann, wir wissen nicht wie, weil unsere, gesagt, die Frau von der Genossenschaft jetzt gerade krank ist und das ist richtig kacke. Und ich sitze hier und weiß nicht, fange ich an zu packen, fange ich nicht an zu packen, wie viel Zeit ist es noch? Am Ende wird es irgendwann April, wenn wir umziehen, was auch richtig Schittenkram ist. Also es ist gerade sehr, sehr nervig, was das Thema betrifft, weil ich einfach nichts weiß. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier, was den Umzug betrifft, gerade weitergeht und das nervt. Ich habe jetzt schon angefangen zu packen. Also in der Stube habe ich schon angefangen, Dinge einzuräumen. Deswegen filme ich auch gerade hier im Büro, weil die Stube relativ leer ist schon. Und da soll ich halt's auch in der Stube schon ein bisschen. Und ja, es ist halt einfach gerade kacke. Man hängt halt gerade so irgendwie komplett in der Luft und das ist halt nervig. Wir hoffen jetzt, dass wir nächste Woche das klären können, dass wir wenigstens ein Datum haben für den Umzug, dass ich wenigstens weiß, woraufhin ich zuarbeite. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt schon alles packe und am Ende ziehe ich erst in 6 Wochen um. Dann sitze ich hier 6 Wochen auf Kartons, das will ich ja auch nicht. Es ist alles so nervig. Naja, wir hoffen jetzt einfach mal das Beste und ja, gucken, dass wir das nächste Woche irgendwie klären können. Und dann kommen auch diese ganzen Schätzchen hier in die Kartons. Wie gesagt, mein Regal in der Stube, meine schwebenden Regale sind weg. Mein Bücherregal in der Stube ist komplett schon leer, bis auf 3 Bücher, die ich jetzt noch lesen möchte. Und ich habe schon angefangen, mein Subregal leer zu räumen, aber jetzt habe ich gerade erstmal keine kleinen Kartons mehr. Da muss ich erstmal neue Kartons besorgen. Die wollte mir meine liebe Arbeitskollegin nochmal mitbringen. Die hat gesagt, wenn ich nochmal solche Kartons brauche, soll ich sagen. Die hat mir nämlich so coole Kartons gegeben, die kleiner sind wie Umzugskartons. Die sind quadratisch und die haben halt so Henkel. Und dadurch, dass die kleiner sind, kann auch ich die zum Beispiel tragen. Die sind dann halt nicht so schwer. Sie sind schon schwer, aber nicht so schwer, dass ich die jetzt nicht tragen kann. Weil jeder, der schon umgezogen ist, der weiß, wenn man einen Umzugskarton mit Büchern voll macht, ist das... Nein, das geht nicht. Da hebt man sich einen Bruch. Und wie gesagt, diese Kartons haben eine gute Größe und da wollte sie mir nochmal welche mitbringen. Da kann ich die dann nämlich mit meinen Büchern voll machen. Ach ja, so ist das. Ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues bei uns. Milo geht soweit gut. Wir hatten die Woche wieder so ein bisschen Schwierigkeiten mit seinem Magen. Aber das haben wir Gott sei Dank wieder in den Griff gekriegt. Und ja, aber ansonsten gibt es jetzt eigentlich auch nichts weiter Neues zu berichten. Nee, ich muss jetzt irgendwie mal gucken, dass ich heute und morgen noch DVD aufnehme. Für alle, die es interessiert, da kommen jetzt donnerstags immer die DVD-Videos. Das muss ich noch machen. Ansonsten muss ich jetzt die 2 Videos, die ich gedreht habe, auch noch schneiden und hochladen. Das eine muss ich ja heute noch fertig machen, damit es morgen online gehen kann. Und dann das Weekly Reading muss ich ja auch noch schneiden, damit das dann am Mittwoch online gehen kann. Und dann, ja, ich habe zu tun auf jeden Fall. Und ja,
Deswegen, mehr gibt es jetzt an dieser Stelle bei mir auch gerade nicht zu sagen. Ich beende dieses Weekly Living. Ich habe schon wieder Weekly Living gesagt, ne? Ich beende dieses Weekly Living jetzt auch an dieser Stelle. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns dann beim nächsten Weekly Living wieder. Und bis dann. Macht's gut. Tschüss. Milo, willst du auch Tschüss sagen? Willst du auch Tschüss sagen, Schatzi? Willst du auch mal Tschüss sagen? Guck mal, da ist die Kamera. Da musst du reingucken. Hm. Tschüss. Ich glaube, der ist noch müde. Der hat keine Lust. Ciao.